So, dann hallo und herzlich willkommen zurück zum Hands-on und Tutorial-Teil von unserer 23. Folge von Bitcoin über Mimblewimble zu Monero. In dieser wird uns jetzt Alex ein bisschen tiefer zeigen, was es mit Monero auf sich hat. Hat uns vorhin auch schon mal was erzählt, jetzt in der Pause, das klang ganz interessant. Und erstmal wieder willkommen zurück, Alex. Willkommen zurück, Thor und Ralf. Und ich übergebe dir gerne das Wort, Alex. Ja, freut mich für die Leute, die jetzt hier das anschauen. Wir teilen meinen Screen, dann könnt ihr sehen, was ich sehe. Nochmal für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ich bin Alex Anarcho. Ihr findet mehr zu mir auf alexanarcho.live. Ich mache auch einen anderen Podcast neben dem Alex Anarcho Podcast, und zwar der Monero Mumble. Der findet einmal im Monat statt, und zwar am zweiten Sonntag im Monat. Und da besprechen wir alles, was so Monero angeht, was im letzten Monat eigentlich passiert ist. Ähnlich zu dem Wochenrückblick, den ihr macht, aber halt mit Monero-Fokus. Die Domain dafür ist moneromumble.de. Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen in Monero. Ich habe mir für diese Zwecke eine Präsentation von Justin Ehrenhofer rausgesucht, die ihr auch auf GitHub findet. Ich denke, wir teilen den Link dazu auch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch die selber nochmal anschauen oder runterladen. Und genau, wir gehen jetzt einfach nochmal ein bisschen durch, was Monero ist. Die Slides sind zwar auf Englisch, aber ich werde das immer aufs Deutsch übersetzen. Ganz kurz gesagt würde ich definieren, Monero means money. Ja, Monero bedeutet Geld. Monero, vielleicht auch noch ganz interessant, ist das Wort aus dem Esperanto und bedeutet Münze. Ja, also eigentlich, wenn man es ins Englische übersetzt, dann heißt der Coin heißt einfach nur Coin. Oder wenn man es ins Deutsche übersetzt, heißt Monero Münze. Und deswegen hieß Bitmonero auch Bitmonero, weil es eigentlich ein anderer Begriff für Bitcoin ist. Ja, und dann wurde eben das Bit fallen gelassen. Also Monero ist eine Open Source Community, die im Internet sich trifft und dort zusammen Code schreibt, also Software-Code, der letztendlich Monero ins Leben ruft. Neben dem Code gibt es natürlich auch noch viele andere Aktivitäten in der Community. Es gibt zum Beispiel das Monero Outreach Team, die also versuchen, die Öffentlichkeitsarbeit für das Monero-Projekt zu machen. Ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe auch ein Projekt gestartet, das rufe ich kurz auf. Das ist tippxmr.live. Wir haben uns auch finanziert über das Monero Crowdfunding-System und wir wollen eine Softwarelösung für Streamer bringen, damit sie praktisch Monero-Nachrichten und Donations in ihren Livestreams akzeptieren können, so wie das aktuell mit Twitch-Bits auch möglich ist. Also für die Leute, die Streams schauen, ihr wisst, was das ist. Für die Leute, die keine Streams schauen, vergesst es einfach. Das ist nicht wichtig. Aber es gibt viele, viele Open-Source-Effort um Monero herum und Monero selber natürlich auch. Der Sinn dieser Sache ist jetzt also, wir wollen eine Kryptowährung à la Bitcoin. Also wir nehmen uns die besten Teile von Bitcoin und machen die Teile, die wir finden, bei Bitcoin zu kurz kommen, machen die besser. Also namentlich die Fungibilität reinbringen, was ich ja auch schon im letzten Teil relativ breit getreten habe. Das muss man eben in digitaler Form schaffen und das schaffst du nur, indem du eben diese Historie verschleierst. Und dafür gibt es eben etliche kryptografische Verfahren, um das zu erreichen, und die kommen zum Einsatz. Und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber nochmal Namen einfach nur sagen, Ring-Signaturen, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, dann Ring-Confidential Transactions für die Beträge und die Stealth-Adressen, also die Tarn-Adressen für den Empfänger. Monero is and owns up to its shortcomings. Ja, Monero ist nicht perfekt. Ja, Monero ist nicht das Nonplusultra, und das ist generell ein Wort der Weisheit. Wenn dir jemand das Nonplusultra verspricht, dann verkauft er dir irgendwas. Ja, also Monero ist das Beste, was wir haben, aber es hat seine Shortcomings, also seine Macken, und die sollte man kennen. Weil wenn man sie nicht kennt, dann werden sie einem vielleicht zum Verhängnis. Hier gibt es einen lustigen Cartoon zum Thema Monero. Das ist immer so, ja, der Dash-Token unterhält sich mit dem Bitcoin-Token und sagt, sag mal, hast du Monero gesehen? Und der Bitcoin-Token sagt nur, warte kurz, ich mach das, räuspert sich und sagt,
Traceable Public Ledger. Ja, und dann kommt praktisch Monero durch die Tür oder durch die Wand wie der Kool-Aid Man und sagt, Privacy matters, fungible, secure, untraceable und decentralized. Also das ist so die, ist so ein bisschen wie mit den Vegetariern oder Veganern, ja, im Crypto-Space. Wenn jemand Monero-Enthusiast ist, dann weißt du es normalerweise innerhalb der ersten halben Stunde. So, okay, aber genug der Witze, kommen wir nochmal zu wichtigeren Inhalten. Und zwar, was steht hier? Real Problems Monero Addresses. Ja, also, was sind denn die Probleme, die Monero löst? Also, wir haben starke Privatsphäre auf Protokollebene. Das heißt, Empfänger, Sender und Transaktionsbetrag sind automatisch verschleiert. Man muss da nichts mehr machen. Das bedeutet, jeder Output ist gleich, weil alle Katzen grau sind sozusagen. Ja, wir können die nicht auseinanderhalten, weil wenn wir versuchen, die Geschichte zurückzugehen, dann verlieren wir uns in den Möglichkeiten, die eben in Frage kommen. Es gibt diesen Proof of Work, den, wie ich ja auch schon erwähnt habe, jeder minen kann, der einen Laptop hat. Ja, theoretisch kannst du auch vom Handy aus minen, aber sind wir mal ehrlich, da wird niemand reich davon. Monero hat auch interessante andere Trade-offs, also Abtäusche oder Abtausche, wenn es um das Design der Blockchain geht. In Bitcoin, das wissen vielleicht einige, ist die Größe der Blöcke limitiert. Das heißt, es steht sozusagen im Protokoll fest, Blöcke dürfen nicht größer als X sein. Und X ist ja ein Megabyte. Ja, und dann halt mit Segregated Witness effektiv 4 Megabyte. Aber es ist limitiert. Und in Monero ist es so, dass es keine Konstante ist, sondern das ist eine Variable, wie groß der Block ultimativ sein darf. Und effektiv ist es so gelöst, dass der Miner theoretisch den Block so groß machen kann, wie er will. Er muss aber eine Strafe zahlen, wenn er ihn über dem Median der letzten 100 Blöcke machen will. Und das ist praktisch so ein gleitender Durchschnitt. Das heißt, wenn das Monero-Netzwerk mehr Transaktionsvolumen erfährt, dann erlaubt diese Variable praktisch, dass die Block-Size, die maximale Größe eines Blockes, anwachsen darf. Und dass eben das Netzwerk auch so auf der Blockchain skalieren kann. Und nicht so wie bei Bitcoin, da ist On-Chain-Skalierung, es steht völlig außer Frage. Da musst du aufs Lightning-Netzwerk gehen oder halt auf eine andere Second-Layer-Lösung. So. Und Coin-Equality beziehungsweise Fungibility oder Fungibilität oder Homogenität, ja, ich denke, da gibt es viele Begriffe, die das Gleiche meinen, ist eben ein wirklich interessantes Thema, weil das merkt man jetzt so langsam, ist ein enormes Problem für alle anderen Projekte sind, die das nicht haben. Ja, weil halt da immer irgendeine Regierung dazwischen pfuschen will. Und man kann ja das beliebte Beispiel von Nordkorea machen, aber man muss vielleicht auch gar nicht so weit gucken. Bestimmte Outputs werden gefleckt. Und jetzt kann man sagen, ja, ist mir ja egal. Ich bin ja lupenrein. Ja, ich habe damit ja nichts zu tun. Das Problem ist, die Coin Equality, ja, die unterschiedlichen Münzen, wo ein Bitcoin und ein Bitcoin draufsteht, diese UTXOs, die sind nicht mehr gleich. Ja, das heißt, man kann keine Preise haben, weil es gibt die schmutzigen und es gibt die cleanen. Dann ist immer so die Frage, was hast denn du für einen? Ja, und wenn du dein altes Auto verkaufst, dann musst du vielleicht auch zweimal gucken, was habe ich denn jetzt für einen Output bekommen? Das ist eben das Stichwort Coin Equality, also dass die gleich sind. Und hier haben wir, wie ich finde, eine sehr interessante Tabelle, wo das mal in ein paar Aspekten gegenübergestellt wird. Wir haben jetzt hier also die 4 Coins, die ja populär sind, wenn es um Privatsphäre geht oder eben populär generell. Also Monero, Zcash, Grin und Bitcoin. Und hier haben wir zwei Erfahrungslevel sozusagen. Einmal den Einsteiger, den Neuling und einmal den Experten. Wie gut musst du dich auskennen, um das praktisch richtig zu benutzen? Und Monero, also das sage ich jetzt immer davor, wenn ich solche Tabellen sehe von anderen Projekten, dann ja, gucke ich gar nicht hin, weil das ist immer so gemacht, unser Projekt steht am besten da. Und natürlich steht jetzt hier auch Monero am besten da. Und Justin Ehrenhofer arbeitet am Monero-Projekt mit. Ja, deswegen
nehmt das mit einer Prise Salz, aber hört euch trotzdem mal die Argumente an. Monero ist hier sehr grün, ja, und das liegt daran, dass eben alle Mechanismen auf Protokollebene implementiert sind. Und ich sage das die ganze Zeit, Protokollebene, was heißt denn das? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben das Protokoll und dann haben wir die Wallet, also das, was ihr letztendlich auf dem Handy habt. Und die können unterschiedliche Sachen sagen, ja. Die Wallet kann zum Beispiel viel strenger sein als das Protokoll. Ja, Protokoll sagt, oh, geht auch so, und die Wallet sagt, nein, muss genau so sein. Aber andersrum geht's nicht, ja. Wenn die Wallet Sachen machen will, wo das Protokoll sagt, nee, geht nicht, dann sagt das Protokoll, nee, geht nicht. Ja, dann wird eure Transaktion als ungültig abgewiesen oder was auch immer. Also, hier wird super viel automatisiert. Das heißt, egal welche Wallet du benutzt, du hast diese Feature mit drin, ja, weil das eben auf Protokollebene ist und nicht auf Wallet-Ebene. Und bei all den anderen Coins hier hast du diesen Wallet-Faktor drin. Dann ist es immer eine Frage, ja, was für eine Software hast du denn jetzt eigentlich? Benutzt du Electrum, Vanilla oder Samurai, Wasabi-Wallet oder eine Exchange-Wallet? Das ist halt immer die Frage. Genau, auch bei Monero wichtig festzuhalten, ob du jetzt dich super gut auskennst oder gerade deine erste Wallet eröffnet hast, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Vor allem, wir erinnern uns, Sender sind verschlüsselt durch Ringsignaturen. Ringsignaturen aktuell das schwächste Glied in der Kette, wird aber verbessert. Also dann könnte das hier auch grün werden. So, bei Zcash sehen wir hier eigentlich, ja, das ist ein ganz starker Kontrast. Wenn man sich gar nicht auskennt, hast du keine Chance bei Zcash. Wenn du ein Experte bist, dann hast du, zumindest kannst du den Betrag, den Empfänger und den Sender verschleiern. Aber du hast immer noch die Möglichkeit, auffällig zu sein. Ja, da kannst du nichts dagegen machen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass in Zcash die Privatsphäre-Funktionalität optional ist. Das heißt, man hat in der Wallet ein kleines Häkchen, wo man sagen kann, ja, bitte, ich möchte die Shielded-Adressen benutzen und nicht die transparenten Adressen. Weil die transparenten Adressen sind genauso wie bei Bitcoin, ja. Deswegen, der Anfänger von Zcash und der Anfänger von Bitcoin sind genau gleich dran, ja. Wenn sie die Feature nicht benutzen, dann haben sie da noch gar nichts gewonnen. Und wir müssen uns natürlich auch zurück in den Kopf rufen, der Großteil der Nutzer sind Anfänger, ja. Dass man mal einen Experten hat, klar, die harten Cypherpunks, aber normalerweise kennst du dich nicht gut aus, und wenn was nicht automatisch eingestellt ist, dann gehen die wenigsten Nutzer überhaupt in die Einstellungen und konfigurieren, oh, ich möchte DuckDuckGo benutzen und nicht Google.com, beim Browser jetzt zum Beispiel. Das macht einfach keiner. So, bei Grin, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, deswegen kann ich da jetzt nicht so zu viel verlieren, genau, aber wir gucken uns das einfach mal an, ja. Es ist jetzt nicht katastrophal, aber es ist eben auch nicht ideal, weil Grin nicht designt wurde, um Privatsphäre zu erhöhen, sondern Grin wurde designt, um die Skalierbarkeit zu verbessern. Und Bitcoin ist eigentlich so das Schlechteste von den allen, weil eben ja auf Protokollebene, und das ist ja das, was hier verglichen wird, ist Bitcoin einfach eine pure Katastrophe. Und man kann sich das mal im Bitcoin-Wiki durchlesen. Ich mache das einfach mal kurz auf. Ich meine, ich habe ja den Screen geteilt. Also ich gehe jetzt hier auf den Artikel zu Privacy. Und also der Artikel ist gut, ja. Der Artikel beschreibt unterschiedliche Angriffsvektoren auf Bitcoins Privatsphäre und was man eben tun muss bei Bitcoin, um das zu vermeiden. Und wir sehen ja hier, der Artikel ist super lang. Um perfekte Privatsphäre in Bitcoin zu haben, empfiehlt das Bitcoin-Wiki Folgendes. Wir nehmen jetzt an, das Ziel ist, an eine Organisation zu spenden, wo man nicht will, dass auf einen zurückschließt. Die empfehlen, man soll doch eine Bitcoin Core Wallet über Tor laufen lassen, ein paar extra 100 Gigabyte über Tor runterladen, damit
wenn jemand die Bandbreite analysiert, es nicht so aussieht, als ob man tatsächlich eine Bitcoin-Node aufsetzt, weil die anderen Teilnehmer können eben herausfinden, wie viel Verkehr da über die Leitung geht. Dann, das hier finde ich den besten Punkt, man soll doch einen Block solo minen und die neuen Coins an seine eigene Wallet schicken. Und das sollten wir uns mal wirklich versinnbildlichen, was das heißt. Die sagen hier, man soll einen Block solo minen. Und Bitcoin hat so eine riesige Hashrate, dass niemand jemals einen Block solo minen wird. Ja, vielleicht Jeff Bezos kann einen Block solo minen. Aber dann fällt auch auf, dass Jeff Bezos sich diese ganze Hardware kauft. Es ist einfach, entweder ich habe mal Riesenglück und finde solo einen Block und habe dann auf einmal das Geld, was ich diese jungfräulichen Coins, die ich dann ausgeben kann, wo keiner weiß, dass sie mir gehören. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so niedrig, dass für jeden sterblichen Nutzer das überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, und dann sagen sie so, ja, dann schickt die ganze Balance natürlich an die Organisation, weil wenn du dir Wechselgeld schickst, kann es ja sein, dass du dich später, ja, schickst es 5-mal hin und her und dann zahlst es bei Coinbase aus, wo du den KYC-Prozess gemacht hast und dann bist du auch wieder aufgeschmissen. Und dann der letzte Schritt ist, die Hardware zu zerstören, die man dafür benutzt hat für den ganzen Prozess. Also das ist einfach, das wird niemand machen. Ja. Und deswegen einfach nur, um das nochmal nach Hause zu bringen, Bitcoin ist nicht designed, privat zu sein und es zu benutzen privat ist sehr schwierig. Gut. Wollt ihr darüber noch reden hier, über den Teil? Nee. Keine Fragen, nee. Ist klar. Okay, dann kommen wir jetzt zu einer Versinnbildlichung oder einer Visualisierung, wie denn so eine Ringsignatur aussieht. Ja, und hier haben wir jetzt also so einen Ring, ja, buchstäblich, mit mehreren Teilen. Und jeder Teil hier von diesem Ring ist eben einer dieser möglichen wahren Sender. Und bequemerweise wurde jetzt hier der tatsächliche Sender orange markiert. Also wir, die jetzt hier praktisch an der, vielleicht der tatsächliche Sender sind, ja, wir sehen das und wir wissen, ah, das ist ja unser Output, die 5 Monero, die kommen von mir oder die 10 Monero hier. Aber jemand anderes, der eben da drauf schaut, der sieht nur so einen Ring, ja. Für den sind alle gleich wahrscheinlich. Und er kann jetzt entweder raten oder er kann versuchen, bestimmte Decoys zu eliminieren, indem er eben zum Beispiel diese besagte Blackball-Attacke versucht, indem er viele Transaktionen im Netzwerk hat oder und spammt. Aber ja, letztendlich, je größer dieser Ring ist, desto stärker ist natürlich die Privatsphäre des Senders geschützt. Ja, und wir gucken uns das jetzt ja an. Ich glaube, das sind 11 Teile. Stellt euch vor, das wären 128 Teile. Dann sieht die Geschichte schon mal viel komplexer aus. Und jeder dieser Teile ist ein Strang, den man zurückverfolgen kann und müsste, weil er ja theoretisch der wahre Sender sein könnte. Ja? Und da kommt man halt wirklich, wie ich gesagt habe, vom Hundertsten ins Tausende und vom Tausendste ins Quadrillionstel, weil das ist einfach, das steigt exponentiell weiter. Ja, weil du gehst einen Schritt zurück und dann hast genau das gleiche Dilemma wieder. Hast wieder 11 Routen praktisch, die du einschlagen kannst. Wir halten also fest, Monero hat heutzutage schon Stand der jetzigen Technologie tatsächlich Privatsphäre. Und man kann das tatsächlich auch benutzen. Und das ist eben, was bei vielen anderen Projekten versprochen wird. So, ja, es kommt noch. Mein liebstes Beispiel dazu ist die Dash Evolution Wallet, die schon ganz am Anfang verkündet hat, ja, ja, hier, wenn wir raus sind, dann machen wir Privatsphäre-Feature, machen wir alles kurz rein, gar kein Problem. Aber es hat sich halt rausgestellt über die Jahre, das ist nicht so ein Ding, was man einfach mal macht. Ja, das ist ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema, was man von Grund auf angehen muss und was der Fokuspunkt des gesamten Projekts sein muss. Ja, bei Bitcoin ist der Fokuspunkt Skalierung, würde ich sagen. Und bei Monero ist der Fokuspunkt Privatsphäre und dann Skalierung. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen ich verliere die Privatsphäre und ich bekomme dafür Skalierung dazu, dann entscheide ich mich nicht dafür. Und das ist ja genau das, was man hier mit den Ringsignaturen macht. Man könnte viel besser skalieren, wenn hier nur einer wäre. Ja, das verbraucht viel weniger Datenspeicher auf der Festplatte. Aber dann ist halt auch klar, von wem die Transaktion kommt. Und deswegen sagt man, wir beißen hier in die
in den sauren Apfel und haben halt ein bisschen mehr Datenmüll sozusagen auf der Blockchain drauf, aber dafür haben wir die Fungibilität. Und das ist eben ja nichts, was ich einfach so, ja, okay, und das ist auch noch fungibel, sondern das ist der unique selling point. Ja, das ist die Einzigartigkeit von Monero. Deswegen, ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Ich lobe hier Monero natürlich jetzt in den Himmel, aber das hatten wir auch am Anfang von diesen Slides hier schon gesehen. Monero hat Fehler. Es kann zu Bugs kommen. Es kann zu kritischen Bugs kommen. Es kann dazu kommen, dass Monero komplett stirbt. Ja, und ich skizziere das mal ganz kurz. Stellt euch vor, es kommt raus. Wir wissen, es gab eine Möglichkeit, Monero zu drucken außerhalb der vorgesehenen Emissionskurve. Und wir wissen nicht, ob das ausgenutzt wurde oder nicht. Das heißt, rein theoretisch könnte irgendjemand halt, der den Bug gefunden hat, könnte die Monero-Geldmenge verhunderttausendfacht haben, hat sich das alles auf seine eigene Wallet geschoben und wartet nur noch auf den Tag, um da praktisch hier, was weiß ich, die Märkte zu crashen oder was auch immer zu machen. Ja, und das wäre natürlich, da endet das Projekt und das ist möglich. Deswegen sollte man das mit Vorsicht genießen. Ja, ich finde, das ist hochinteressant, was hier passiert, aber es ist eben, die Chance zum Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. So, Privacy is hard, Coin Equality is harder. Hier gibt es auch mal nochmal die Abstufung. Privatsphäre bedeutet, dass du vielleicht sagen kannst, du kannst nicht sicher sagen, dass ich es war, du kannst es nicht 100% beweisen oder ich habe vielleicht eine bestimmte Pseudonymität oder so. Aber Coin Equality heißt, dass alle Outputs, alle UTXOs nicht voneinander zu unterscheiden sind. Und das ist eine Stufe stärker, ja, das ist schwerer zu erreichen. Das ist ein ganz interessanter Chart, was man sieht. Auf der X-Achse ist die Zeit abgezeichnet von, na, was wird das sein, 2014, also Start vom Monero-Projekt, bis hin zu 2019. Und ich erkläre kurz, was passiert ist. Monero, als es gestartet ist, hatte noch keine Ring Confidential Transactions. Das heißt, die Beträge waren offen und man hatte auch keine Möglichkeit, die zu verschleiern. Außerdem konnte ich mir beliebig viele Leute in meinen Ring reinziehen. Das heißt, ich konnte auch einen Ring mit Null machen. Das heißt, wo ganz klar war, wer der wahre Sender ist. Oder ich konnte einen Ring mit 1000 machen, ja, wo dann zumindest die Transaktion sehr sonderbar auf der Blockchain aussieht und sehr einzigartig. Und deswegen hier, was man ableiten kann von den Ringen, ist hier praktisch dargestellt. Und eins heißt natürlich, ich kann eindeutig sagen, wer was geschickt hat. Ja, also das ist Katastrophe. Das hier wäre Bitcoin-Niveau. Und dann, was hier passiert ist, hier wurden die Privatsphäre-Feature, die wir jetzt auch standardmäßig haben in Monero, wurden aktiviert. Das heißt, es wurde eine minimale Ringgröße von 3 festgelegt und jede Transaktion hatte die Beträge verschleiert. Ja, das war hier also der Punkt. Und wir sehen dadurch, die Möglichkeit, das nachzuverfolgen, ist sehr stark gefallen. Gegen Null. Also ich glaube, der Justin Ehrenhofer hat hier noch Folien von Zcash reingemacht. Und ich erwähne das einfach auch. Zcash hat auch Upgrades. Ja, also das ist auch ein Projekt, die aktiv die Technologie verbessern und da auch tatsächlich was leisten. Im Kontrast jetzt zu Dogecoin oder sonstigen Copycat-Projekten. Also die machen auch tatsächlich was. Und die haben eben ein Update gemacht zu Sapling, was es leichter zu benutzen macht. Ja, ich gehe da jetzt nicht in die technischen Details. Und die Transaktionen sind auch eben hochgegangen von Leuten, die das benutzen. Und hier sehen wir das nochmal bei Monero. Also die akkumulierten Transaktionen über die Zeit hinweg, die Ringsignaturen benutzen und die Beträge verschleiern. Without deducible rings heißt es, also wo man nicht aus dem Ring direkt erkennt, wer der Sender ist und mit einem versteckten Betrag. Und die sind eben gestiegen und die steigen aktuell auch weiter, weil einfach jede Transaktion da reinzählt. Ja, ist ja ganz klar, dass es dann steigt.
Genau, also hier nochmal What's Next, Triptych mit eben größerer Ringen mit 128 bis 256 Ringteilnehmern und ja, das ist dann auf jeden Fall eine sehr gute Verbesserung. Habt ihr dazu Fragen? Nee, soweit klar. Bloß eine Richtigstellung, weil du gesagt hast, im Podcast Ring mit 11, der Ring ist mit 12. Das heißt, ich und 11 weitere. Also, ich bin jetzt hier, ich greife das jetzt einfach mal vorweg, ich bin jetzt hier auf dem wunderschönen Blockchain Explorer von Monero, xmrchain.net, und wir sehen jetzt hier also den Mempool, den Transaktionspool, und hier sehen wir die Blöcke. Ja, also hier sehen wir die Höhe des Blockes, wie viele Minuten das her ist. Der ist jetzt vor 4 Minuten 36 geschürft worden. Wie groß der ist, insgesamt 163 Kilobyte und die ganzen Transaktionen. Und ich gehe jetzt hier rein, greife mir einfach eine raus und sehe, hier sind die Ringe mit den Ring-Membern. Und es geht von 0 bis 10, weil natürlich starten die Indexe bei 0. Also wir zählen 1, 2, 3 und so weiter und dann kommen wir bei 11 raus. Aber er hatte in den Beispielen vorhin immer 12 Teilnehmer gehabt. Ach so, ja, das kann sein, aber also das sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen, wie er das da repräsentiert hat. Also doch 11, 11 ist richtig und das mit den 12 war wahrscheinlich irgendwie, ja, damit symmetrisch ordentlich aussieht. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen hier auf den Zero-Knowledge-Proof ein. Zero-Knowledge-Proof, auch ganz interessant, ist hier immer so ein Schlagwort, was man immer wieder hört. Ich habe es mir immer gut gemerkt mit dem Beispiel, ich beweise, dass ich volljährig bin, ohne dir zu sagen, wie alt ich bin. Das wäre zum Beispiel ein Zero-Knowledge-Proof, wenn ich das jetzt mathematisch und kryptografisch korrekt mache, dass du tatsächlich das praktisch in dein Computerprogramm reinwirfst, du sagst, verifizier mir das und der sagt dir, ja, check's out, ja. Und das macht man eben bei Monero auch, nur dass man da nicht beweist, dass man volljährig ist, sondern dass eben die Transaktionssumme 0 oder größer 0 ist und dass man keine neuen Monero mit der Transaktion schafft. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier alles versteckt haben und man da eine komplette Blackbox hat. Da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Da gucken wir uns nochmal die Blockchain ein bisschen genauer an. Man sieht da schon Sachen, aber wie gesagt, der Aufwand, den man betreiben müsste, um irgendwie da schlau zu werden, ist so astronomisch hoch, dass er eben nicht möglich ist. Auch bei Bitcoin, bei Monero, bei Zcash, bei all diesen ganzen Computersachen, auch bei Webseiten und so weiter, du hast immer Angriffsvektoren. Immer, wenn jemand dir wirklich vor die Tür kacken will, kann er es wahrscheinlich irgendwie machen. Ja? Und bei Webseiten ganz bekannt sind natürlich die DDoS-Attacken. Ja? Das heißt, ich mach da einfach mal 100.000 Mal, frage ich den Server an, ey, gib mir doch mal die Seite. Und nur weil das halt zu viel ist, kommt der Server da gar nicht hinterher und sagt dann, oh Leute, ist mir zu viel, ich gehe schlafen, so nach dem Motto. Und bei Bitcoin ganz bekannt die 51%-Attacke. Ja, das ist ein bekannter Angriffsvektor. Und ähnlich bei Monero und Zcash, ja, gibt es zum Beispiel Timing-Attacken, dass ich versuche zu gucken, ja, in welcher Zeitzone ist denn die Person, die ich versuche, was rauszufinden, und dann fallen ja schon mal bestimmte Transaktionen weg und so weiter, und wann hat sich die und die IP-Adresse verbunden, da kann man dann schon versuchen, was rauszufinden. Oder diese Blackball-Attacke, die ich vorher gesagt habe, wo man einfach ganz viele Transaktionen schickt. Das ist auch möglich. Oder auch bei Monero möglich ist natürlich die 51%-Attacke. Ja, das sind ja alle Proof-of-Work-basierten Coins, die darunter leiden. Hier finde ich noch ganz interessant die Grafik. Das ist jetzt hier wieder so ein Graphen mit der X-Achse, das theoretisch mögliche Maximum an Privatsphäre ist die X-Achse. Das heißt, je weiter ich auf X bin, desto mehr Privatsphäre könnte man bei mir theoretisch rausholen. Und auf der Y-Achse haben wir natürlich die andere Dimension, und zwar, wie benutzerfreundlich ist das Ganze denn eigentlich? Ja? Wie viel Arbeit muss ich machen, um so privat zu sein und so weiter? Ja, hier Bitcoin und Dash sind eben, ja, nicht so gut, was sie an theoretischer Privatsphäre leisten können. Usability, ich weiß jetzt nicht genau, natürlich, ja, immer wer die Grafik gemacht hat, glaubt nie eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich nehme an, was er jetzt hier zugrunde nimmt, ist, dass bei Bitcoin, eben weil es der populärere Coin ist, mehr
Möglichkeiten für Privatsphäre existieren. Also bei Bitcoin kann man zum Beispiel Samurai Wallet benutzen oder man kann Wasabi Wallet benutzen oder man kann Join Market benutzen oder. Ja, da gibt es dann eine ganze Liste von Implementierungen, wohingegen bei Dash, dadurch, dass die halt schon dieses Masternode Private Send System haben, sind die vielleicht auch ein bisschen fauler und sagen so, ja, warum Privatsphäre, haben wir ja eh schon drin, so nach dem Motto. Ja, deswegen, so könnte er das hier vielleicht meinen. Das hast du jetzt verwechselt, Alex. Privatsphäre ist je weiter rechts, je mehr Privatsphäre. Und das, was du jetzt erklärst, ist richtig Benutzbarkeit, also Zugriff auf so. Netzwerk und Bedienerfreundlichkeit. Ja, okay. Und dann wahrscheinlich hier auch, weil Bitcoin halt mehr Wallets hat und besser dokumentiert ist und so weiter. Wobei ich aber bei Dash würde ich weiter rechts anordnen. Bei Dash habe ich die Möglichkeit, Privatsphäre zumindest im kleineren Umfang haben zu können, die ich bei Bitcoin standardmäßig, protokollmäßig nicht habe. Aber wir sehen da auch Mimpelwimpel. Aber was wir auch sehen, ist, dass Zcash angeblich mehr Privatsphäre haben soll als Monero. Ja, und zwar theoretisch mögliche Privatsphäre. Und das liegt eben am Design von Zcash. Zcash hat viel mehr diese Zero-Knowledge-Proofs praktisch in sich drin, als Monero das hat. Monero hat das wirklich nur für die Beträge und fertig aus. Und Zcash, ich kann es jetzt nicht 100% technisch genau replizieren, aber Zcash hat diese Zero-Knowledge-Proofs mehr oder weniger für so ein paar Stellschrauben vom Zcash-Protokoll selber. Das heißt, ein Teil von Zcash ist einfach so eine schwarze Kiste und wir können da nicht reingucken. Und das ist eben dieser Bereich von den Shielded Transactions. Und da beweisen wir praktisch mit dem Zero-Knowledge-Proof, dass alles, was da in sich vorgeht, richtig ist, aber wir wissen nicht genau, was da in sich vorgeht. Und das ist eben relativ abgedreht und hat auch einen Inflationsbug schon gehabt, wo das Zcash-Team nicht sicher sagen konnte, dass der nicht ausgenutzt wurde. Ja. Also ich hatte das ja vorhin schon bei Monero erwähnt, spätestens das ist für mich der Tod eines Coins. Natürlich kann es sein, dass es nicht ausgenutzt wurde, rechtzeitig gefixt wurde oder verantwortlich bekannt gegeben wurde und so weiter, aber man weiß es halt nicht. Ja, hier noch so Vergleiche und Gegenüberstellungen. Ich bleibe da jetzt nicht so lange drauf. Wir werden die Sachen ja verlinken, dann könnt ihr euch das selber anschauen in eurer eigenen Zeit. Hier ist vielleicht nochmal ganz schön aufgemalt die Arten der Verschlüsselung für die verschiedenen Datenpunkte. Ja, also wir hatten ja gesagt, der Sender, wir erinnern uns, die Ringsignaturen, Beträge, die Ring Confidential Transactions, hier unten steht es ja auch. Dann das Broadcasting durch Dandelion und der Empfänger ist geschützt durch die Stealth-Adressen. Das zusammen schafft die Privatsphäre in Monero und das bei jeder Transaktion im Netzwerk. Ja, das ist das Wichtige, dass man dieses Standardmäßige hat. Ja, genau. Hier versucht er so zu symbolisieren, wie eben so eine Graphenanalyse, weil das ist ja das, was man bei der Blockchain-Analyse macht. Thor, vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie ihr das, ob ihr das auch so visualisiert, aber das ist ja normalerweise der Ansatz, oder? Ja, aber so nicht, weil das ist ja jetzt Monero-spezifisch, aber prinzipiell tut man damit Graphen arbeiten und auch gucken, welche Adressen man clustern kann, dass du quasi über einen parallelen Zweig, wo der mal KYC bei einer Adresse gemacht hat oder wo die Adresse mit irgendwas aus der analogen Welt verknüpft werden kann, dass du da guckst, hast du da irgendwas, um den identifizieren zu können. Meistens die Transaktionen selber, wo du irgendwie was wissen willst, sind manchmal gut getarnt. Aber in parallelen zwei kannst du da ganz gut Informationen rausholen. Und das ist ja auch das Problem bei den Nutzern von Wasabi Wallets. Die denken, die haben da ziemlich viel Privatsphäre, tun aber Wasabi-gemixte Münzen mit ungemixten Münzen mischen und tun dadurch ihre Transaktionsverschleierungsaktivitäten wieder aufdecken. Ja, genau. Also den ganzen Aufwand, den sie dann gehabt haben, war komplett umsonst. Deswegen, bei Bitcoin muss man sich auskennen, um Privatsphäre zu schaffen. Und selbst dann hat man es halt nicht so gut. Ja, weil ich erinnere nochmal zurück an diesen Bitcoin-Wiki, die 6 Punkte hier zu der anonymen Transaktion. Da mit dem Solo meine einen Bitcoin-Block. Bei Monero ist es einfach, schick die Transaktion ab. Fertig. Ja, kostet dich einen Cent und ist innerhalb von 20 Minuten da.
gar kein Problem. Und das ist halt nutzerfreundlicher. Und ich habe jetzt hier gerade nochmal so eine Grafik offen, die auch so eine Blockchain-Analyse visualisiert und auch so Clustering von hier Silk Road Arrest. Ja? FBI's seized coins sent to a single known public key. Oktober 2013. Das heißt, die beobachten hier einen Public Key, der von einem Bitcoin Talk Forum-Nutzer kommt. Ja, Ross Ulbricht. Und können hier, das ist natürlich relativ kompliziert, aber die Software macht einem das relativ einfach dann, vor allem wenn du ein Multimilliarden-Konzern bist, der da, was weiß ich, wie viele Stauköpfe dran arbeiten hat. Und da hat das dann letztendlich auch, ne, das ist ein Puzzle in dem Stück, wenn man eben zum Beispiel versucht, so jemandem wie dem Dread Pirate Roberts das Handwerk zu legen. Und bei Bitcoin ist das möglich, bei Monero ist das nicht möglich. Genau, hier ist noch so eine Visualisierung von der Netzwerktopographie, nennt sich das. Also wir sehen hier praktisch jeder Knoten hier oder jeder Punkt ist hier ein Knoten und wir sehen hier ClearNet, das Gossip-Protokoll, was ich vorhin auch erwähnt habe. Ich teile direkt jedem mit, ich kann es gar nicht abwarten, jedem, der mir ein Ohr schenkt, quatsch ich voll. Hier ist meine Transaktion, hast du schon gehört? Dandelion ist eben hier mit dieser Stammphase, dass ich erst dann einen schicke, der schickt wieder einen und dann kommt erst die Gossip-Phase. Genau, das hier ist Tor, also wer das The Onion Router kennt. Monero Nodes kann man auch über Tor laufen lassen oder eben über andere I2P-Protokolle, wie zum Beispiel Kofri, aber Kofri ist tot, das gibt's nicht mehr. Das war mal ein Ansatz für I2P für Monero, aber wurde eingestampft. Das ist auch eine ganz interessante Darstellung. Wir gucken uns die gleiche Transaktion mit unterschiedlichen Brillen an. Ja, zuerst gucken wir uns mal die Transaktion mit der Brille von so jemandem wie mir an, der jetzt hier einfach so auf xmrchain.net surft, ja, also in einem öffentlichen Block Explorer. Ich sehe mögliche Spender, ja, also mögliche Leute, die was gesendet haben, wo ich nicht weiß, wer es ist. Ich sehe einen Betrag, wo ich weiß, toll, der ist größer 0, aber wie groß weiß ich jetzt auch nicht. Und ich sehe Stealth-Adressen, also einmal Empfangsadressen, die keine Wallet-Adressen sind auf der Blockchain, wo ich nicht weiß, wo geht denn das jetzt hin, wo ich auch kein Clustering machen kann. Ich sehe diesen Commitment Public Key. Das bedeutet, jetzt ist natürlich auch eine interessante Frage, wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, wenn der Betrag verschleiert ist und so weiter, woher wollen wir denn wissen, dass der das zum ersten Mal ausgibt? Ja, könnte ja sein, da hat sich hier so eine abgefahrene Wallet selber gebastelt und der gibt hier den gleichen Betrag 15 Mal aus. Woher wollen wir wissen, dass wir den zum ersten Mal sehen? Und dafür gibt es eben die sogenannten Key Images, die einmalig sind, die auch öffentlich sind. Ich zeige mal kurz eins. Ich gehe mal hier einfach auf so eine Transaktion. Hier. Also hier haben wir jetzt, das ist eine Transaktion mit 11 Inputs. Also wir haben 11 mal 11 mögliche Sender. Aber wir wissen wahrscheinlich, dass es hier vom Gleichen kommt, der 11 Outputs praktisch kombiniert hat, 11 Münzen kombiniert hat. Also wir verinnerlichen uns, das hier sind die Sender. Und dann sehen wir hier den Betrag, den Amount, ja, mit einem Fragezeichen. Und wir sehen den Empfänger. Die zwei Empfänger. Jede Transaktion in Monero hat mindestens zwei mögliche Empfänger. Wenn eine Transaktion nur einen Empfänger hätte, dann wüssten wir direkt, da hat jemand alles geschickt. Da gibt es kein Wechselgeld. Und deswegen, es kann auch sein, dass hier einer von den Beträgen null ist, aber es gibt immer zwei. Genau, dieses Key-Image beweist, dass der Output zum ersten Mal ausgegeben wird und die sind, wie gesagt, auch öffentlich. Jetzt wechsle ich noch zum letzten Mal zurück. Also wir sehen hier diesen kryptischen String, aber wir wissen, das hier kommt in der ganzen Blockchain nur einmal vor. Und wenn es nochmal vorkommt, wissen wir, war schon ausgegeben. Und jetzt, wenn wir ein Insider sind, dann wissen wir, wir sind der wahre Sender. Oder es kommt jetzt drauf an, ne? Wer ist der Insider? Das ist jetzt hier wahrscheinlich der Empfänger. Der weiß, welcher der wahre Empfänger ist und, na okay, ich verstehe es nicht ganz, weil er weiß eigentlich nicht, wer der wahre Sender ist, nicht mal ein bisschen. Ich mache das jetzt mal kurz mit dem Block Explorer hier von Blockstream. Ich hatte den ja in meinem Talk vorhin auch schon erwähnt.
Wir sehen jetzt hier praktisch die Bitcoin-Blockchain, ja, und für die Leute, die für das komplett neu ist, ja, das ist abgefahren, aber das ist eben das Tolle an Open Source. Wir können uns das alles anschauen. Und ich habe jetzt hier einfach mal auf irgendeine Transaktion drauf geklickt und der Explorer gibt uns ein paar Informationen. Ja, also im Endeffekt ist es genau das gleiche wie das hier, nur halt für Bitcoin und viel hübscher. Ja, also xmrchain.net ist wirklich das Hässlichste, was es gibt, aber dafür halt kein JavaScript. Wir sehen hier zum Beispiel, der bezahlt eine viel zu hohe Fee. Ja, warum bezahlt er über 1200%? Der könnte viel mehr sparen, wenn er vielleicht eine bessere Wallet benutzen würde. Ja, und hier Blockstream.info gibt uns auch eine Privacy Analysis. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Hier steht, this transaction doesn't violate any of the privacy gotchas we cover. Read on the potential ways it might leak privacy. Also ist eigentlich eine gute Transaktion, jetzt bis auf die Fee, die sie zu viel bezahlt praktisch. Und wir sehen, was für ein Adressformat das ist. Ja, hier Batch 32. Und hier sehen wir eben, wo das Geld herkommt. Das ist der wahre Sender. Wir sehen den Betrag, wie die Münze war, die er praktisch jetzt ausgibt. Und wir sehen hier, da schickt er ein bisschen was an einen, noch ein bisschen was an anderen und einen Großteil an eine dritte Adresse. Und wir sehen auch, die Adressen unterscheiden sich. Hier sind zwei, die mit einer 3 anfangen und die dritte fängt mit BC an. Also das sind unterschiedliche Formate. Okay, also sehr interessant. Hier kann man schon einiges lernen über, was hier vielleicht für Wallets benutzt werden. Ja, wenn man sich jetzt noch ein bisschen auskennt, welche Wallets, welche Formate benutzen und so weiter. Und dann ja, kann man so das Netz nach und nach enger ziehen. Und jetzt komme ich nochmal zu Monero. Ja, da muss man hier mal die Seite refreshen. Jetzt ist der letzte Block fast 2 Minuten her. Ich gehe mal jetzt auf eine besondere Transaktion. Und zwar auf die hier. Das ist die erste Transaktion im Block gewesen. Und das ist die sogenannte Coinbase-Transaktion. Also hier werden jetzt neue Monero geschaffen. Und wir sehen, hier werden 0,9077 bla 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 XMR geschürft gerade. Die kamen jetzt neu in das System rein. Die werden an diese Stealth-Adresse hier ausgezahlt. Also wir sehen wieder nicht die wahre Wallet-Adresse, aber das ist eben die Adresse vom Miner oder Mining-Pool. Genau, das ist eine besondere Transaktion, weil wir eben den Betrag sehen. Und wir müssen den sehen, damit wir validieren können, wie viel Monero es denn eigentlich gibt. Ja, weil wir können genau sagen, auf den Piconero genau, ja, das, so wie der Satoshi die kleinste Einheit bei Bitcoin ist der Piconero die kleinste Einheit bei Monero, können wir sagen, wie viel Monero im Umlauf sind, indem wir einfach alle Coinbase-Transaktionen aufaddieren. Was ist, kurz erklärt, was ist eine Coinbase-Transaktion oder das Besondere an einer Coinbase-Transaktion? Genau, also ganz am Anfang, wir erinnern uns zurück, als ich über UTXOs gesprochen habe, wo das so ein bisschen technisch war, da habe ich gesagt, eine UTXO bedeutet immer, du hast es vorher von irgendjemand bekommen und selber noch nicht ausgegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wo kommen denn die neuen Monero her? Wo kommen denn die neuen Bitcoin her? Es ist eine Regel im Konsens, also im Protokoll wieder, auf Protokollebene, dass, hey, wenn du es schaffst, einen Hash zu produzieren, das ist der hier, der unter einem bestimmten Wert liegt, ja, also man könnte den jetzt umrechnen und da wird eine Zahl rauskommen. Also ich sag mal, wenn der kleiner als 2 Milliarden ist, dann ist das ein gültiger Block. Und dann darfst du dir an deine eigene Adresse eine Transaktion schicken, die aus dem Nichts kommt, die keinen Input hat und die darf nicht größer sein als Betrag X. Und dieser Betrag X bei Bitcoin ist eben ganz bekannt, das Halving und der Block Reward von aktuell 6,25 Bitcoin. Und bei Monero ist es eben so eine ganz unspektakuläre gleitende Zahl. Ja, also jetzt hier in dem Block, das ist der Block 5014, merke ich mir mal. Jetzt scrolle ich hier ein bisschen runter und da war es 0,97. Und jetzt hier gehe ich ein paar Blöcke zurück in der Zeit und da sehen wir, der hat eine größere Coinbase bekommen, ja, weil in der Zwischenzeit ist der Reward gefallen, ja, und der fällt immer weiter, bis er eben jetzt irgendwann im Mai 2022 wahrscheinlich bei 0,6 XMR sein wird
und dann bleibt er da stehen für immer. Und dann wird hier immer 0,6 XMR stehen. Ansonsten, das war jetzt eigentlich so der technische Teil, den ich zeigen wollte. Ich finde das halt immer ganz interessant, ne? Alles, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich gucke mir öffentliche Daten an. Und ihr könnt das gerne mal in eurer eigenen Zeit machen, dass ihr da ein bisschen rumklickt in Bitcoin und Monero und da ein bisschen rumspielt und versucht, Sachen rauszufinden. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel öffentliche Leute die Adressen kopieren und gucken, wie viel hat denn der eigentlich bekommen? Ja, wie viel Bitcoin liegen denn da bei dem auf der Spendenadresse? Ihr könnt es auch mal bei Monero probieren, aber bei Monero geht das eben nicht. Hier noch eine Ressource, die ich ganz, ganz cool finde, moneroblocks.info. Hier gibt es, es gibt ja bei Bitcoin die Richlist, ja, wo man praktisch aufgelistet hat, die 100 reichsten Adressen, wo am meisten Bitcoin drauf liegt. Und wenn ich bei Monero jetzt hier in dem Block Explorer auf die Richlist gehen will, dann kriege ich nur eine spöttische Nachricht mit, hey, sag mal, hast du es noch nicht gecheckt? Monero ist privat. Du kannst das nicht sehen. Das Protokoll gibt das nicht her. Du siehst keine Beträge. Ja? Also diese komplette Analyse löst sich in Luft auf, ist technologisch unmöglich gemacht. Diese Seite habe ich ja vorhin schon empfohlen, getmonero.org. Wenn ihr euch einen Link merkt, außer natürlich alexanarcho.live, ist getmonero.org. Das ist die Quelle der Wahrheit, wenn es um Monero geht. Und verifiziert natürlich auch immer, dass hier die Verbindung sicher ist mit dem HTTPS-Zertifikat. Ja, gibt es auch auf Deutsch. Kann man schön auf Deutsch machen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel schaut, welche Wallet-Software soll ich mir denn runterladen, dann geht einfach mal hier auf Downloads. Und dann hier auf den Bereich Mobile und Lite, das ist eigentlich das für die meisten Einsteiger, empfehlen die Cake Wallet und Monerujo. Und dann klickt ihr einfach von hier auf den Link und ihr landet 100% auf der Cake Wallet Webseite. Ja, weil es ist wichtig, dass ihr euch eine gute Wallet runterladet. Weil bei Monero gibt es viele Scams und weil Monero privat ist, wenn euer Geld weg ist, ist es wirklich weg. Also sowas, dass ihr Glück habt und dann irgendwie die Coins von Mt. Gox wieder auftauchen, das wird es bei Monero nicht geben, weil wir nicht wissen, wo die schon überall waren. Ja, deswegen getmonero.org, das ist die wichtigste Webseite, wenn es um Monero geht. Und wenn ihr euch hier durchklickt, ihr findet hier echt viel zu weiterführende Links auch. Ja, die haben zum Beispiel hier auch, was ich mal ganz cool fand, die Händler. Ja, also wenn ihr jetzt euch fragt, ja, wo kann ich denn Monero ausgeben? Hier gibt es zum Beispiel so ein Glossar mit unterschiedlichen Anbietern, zum Beispiel für Webhosting, die Monero akzeptieren, ja, oder für Güter. Und dann kann man da einfach mal gucken, ja, weil es ist schon cool, wenn ihr zahlt und ihr habt Privatsphäre dafür. Ich habe neulich eigentlich eine Transaktion in Monero. Ich jetzt, also und ist das abhängig auch wieder von der Größe des Mempools? Wenn man jetzt nämlich anfängt, sich Händler zu suchen, die die Sachen verkaufen, wenn es dann so ein Shirt oder so ist, aber dann die Transaktion zu teuer werden würde? Das ist eine gute Frage. Aktuell zahle ich für eine Monero-Transaktion ungefähr 1 Cent oder weniger. Das liegt daran, dass eben die Block-Size dynamisch wächst. Das heißt, es ist mit Absicht so, bedeutet ultimativ, dadurch, dass es gibt keinen Wettbewerb im wahrsten Sinne des Wortes, also dass die Leute sich überbieten, so wie das bei Bitcoin ist, weil da haben wir eine endliche Ressource und das ist der Platz auf der Blockchain, um eine Transaktion unterzukriegen. Das gibt es bei Monero nicht, weil das halt wachsen kann. Und wenn mehr Leute dahin wollen, dann wächst der Platz auch. Und deswegen sollen die Monero-Transaktionen günstig sein. Und ich fand das eine frappierende Statistik. Ich habe wir haben jetzt letzten Sonntag den Monero Mumble zum August aufgenommen. Die Folge ist noch nicht live, aber kommt bald. Monero-Transaktionen gehen aktuell durch die Decke. Wirklich durch die Decke. Wir schauen uns an, hier ist eine Gegenüberstellung. Im letzten Jahr durchschnittlich hatte ein Block ungefähr 27 Transaktionen. Im letzten Tag hatte ein Block ungefähr 44 Transaktionen, also durchschnittlich. Das ist fast eine Verdoppelung. Es ist enorm. Und das in einem Jahr. Monero prognostiziert für den August 14% vom Transaktionsvolumen von Bitcoin. Vor 2 Monaten, glaube ich, noch so bei 8%. Und jetzt ist es eben stark am Steigen. Und für mich bedeutet das, dass ein Argument von Bitcoin-Maximalisten wegfällt. Und zwar ist das das Argument,
Ja, das ist nur günstig, weil es keine Sau benutzt. Benutzen schon Leute und es ist trotzdem günstig und es wird auch weiter günstig bleiben. Jetzt kann man da noch ein bisschen ins Detail gehen, mache ich jetzt aber nicht. Ich verweise nur an eine Quelle, die ich sehr gut finde für alle Leute, die das in ihrer eigenen Zeit machen wollen. Und zwar ist das der Monero Stack Exchange, heißt es, genau. Das ist eine Webseite, ähnlich wie Stack Overflow, wo man eben sich einen Account anlegen kann und du kannst Fragen stellen. Die Fragen sind hier relativ technisch. Also das würde ich vor allem den vielleicht Developern an die Hand geben, die sich damit mal ein bisschen genauer auseinandersetzen wollen. Hier findet man gute Fragen, zum Beispiel jetzt zur Tail Emission. Ja, wenn ich jetzt sowas zur Emission suchen würde, dann würde ich hier oben einfach Tail Emission eingeben. Und dann, ja, werden hier Fragen beantwortet. What is the purpose of the Tail Emission? Eine exzellente Antwort auf die Frage, die auch viel mehr ins Detail geht, als ich das jetzt hier machen könnte. Du hast vorhin erwähnt, dass die Blocklänge flexibel ist. Gibt es dazu auch ein Maximum? Es gibt kein Maximum. Theoretisch könnte Monero Gigabyte-Blöcke haben. Aber das ist natürlich, ja, theoretisch könnte ein Miner Gigablöcke machen. Aber er muss eine Strafe bezahlen, wenn er den aktuellen Block größer machen will als den Median der letzten 100 Blöcke und ab einer bestimmten Größe. Also ein Miner könnte jetzt auch keinen Gigabyte-Block machen. Man löst das auch hier wieder durch die Spieltheorie, dass man praktisch versucht, ökonomische Anreize zu setzen, dass das Netzwerk einfach geschmeidig wachsen kann, ohne dass jetzt versuchen, manche Teile des Netzwerks auf Kosten anderer Leute im Netzwerk sich irgendwie zu bereichern. Dann habe ich hier noch eine sehr gute Ressource und zwar ist das Seth Simmons, sethforprivacy.com ist die Webseite. Der macht auch einen Podcast auf Englisch und gut, die Webseite ist auch auf Englisch, aber ein Artikel, vor allem für die Leute, die Englisch können, möchte ich hier hervorheben und zwar ist das der sogenannte Fungibility Graveyard von Bitcoin, also der Fungibilitätsfriedhof von Bitcoin. Weil eben ja Bitcoin nicht fungibel ist und das manchem User schon das Genick gebrochen hat. Und hier findet man eben ein Sammelsurium an weiterführenden Links von Usern, die deren Accounts eingefroren wurden, weil sie zum Beispiel Wasabi-Mixing-Dienste benutzt haben oder Samurai oder Join Market. Ja, das ist immer das Prinzip. In Bitcoin ist die Privatsphäre nicht standardmäßig, deswegen, wenn du Schritte unternimmst, Privatsphäre zu schaffen, dann hast du doch bestimmt was zu verstecken. Deswegen frieren wir lieber deinen Account ein und lassen dich mal erklären, als dich einfach so machen zu lassen. Das MoneroMumble.org, was du immer zweiten Sonntag im Monat machst, habe ich verstanden. Wie sammelt ihr dafür Themen, beziehungsweise wie entsteht dort eine Themenliste? Also wir gucken viel im Monero Subreddit. Hier, das ist also einer der zentralen Anlaufstellen für alle Neuigkeiten, was eigentlich Monero angeht. Ja, also hier posten viele Entwickler teilweise auch Ideen, wo sie dann sagen oder schon mal Feedback von der Community einholen wollen. Das ist halt praktisch als ein Chatraum, wo halt das immer sehr schnelllebig ist und man dann die Sachen aus dem Auge verliert. Und dann gehen wir hier einfach auf Top und holen uns die Top-Artikel vom letzten Monat. Dann gucke ich mir das hier durch. Ja gut, das hier ist jetzt ein Meme. Das ist aber kein dein Bildschirm nicht mehr. Das ist der Monero-Subreddit. Ich habe jetzt hier sortiert nach Top vom letzten Monat. Und gut, da kam jetzt ein Bild. Aber hier würde ich jetzt durchgehen und mir die interessanten Sachen raussuchen. Und wir machen das auch so. Wir haben hier so ein Hedgehog-Dokument. Hedgehog ist kostenlos und du kannst hier einfach unter dieser URL das Dokument bearbeiten und hier machen wir halt unsere Shownotes drin. Und das Tolle ist, man kann das auch als Markdown exportieren, dann können wir das 1:1 in WordPress kopieren und haben direkt unsere Shownotes. Und das heißt, wir gucken, während wir die Sendung machen hier drauf und fügen auch Sachen hinzu oder jetzt halt über den Monat hinweg fügt mal jemand was hinzu, wenn er gerade was Interessantes liest, was behandelt werden soll und so weiter. Mhm. Genau. Okay. Dann für den nächsten Monatsrückblick auch schon mal anfangen. Wenn du willst. Wenn du teilnehmen willst, musst nicht. Ja. Dann kommen wir zum Schluss. Also Alex, wir danken dir fürs Tutorial. War sehr interessant, auch für die Zeit, für einen Podcast. Wir würden uns freuen, dann auch im nächsten Monatsrückblick dich zu begrüßen. Und zum Abschluss haben wir ja immer so eine Frage. Und heute tue ich aber mal die Frage ein bisschen abgewandelt an dich stellen. Wer ist denn Nicolas
Saberhagen? Wo lebt er denn? Wo ist er denn hin? Also, es ist gut, dass du fragst, weil es gab da ein Update zu der Geschichte. Nicolas von Saberhagen ist untergetaucht und man hat wirklich seitdem nichts mehr von ihm gehört. Aber der Podcaster Douglas Tooman, der den Podcast Monero Talk führt, das ist ein englisch- oder der englischsprachige Monero-Podcast eigentlich, hat Crypto Zoidberg interviewt. Also könnt ihr auf YouTube nachschauen, Monero Talk Crypto Zoidberg. Zoidberg wie der von Futurama, wer es kennt, und Crypto mit C. Und Crypto Zoidberg war einer der Entwickler von Bitcoin. Ja, also wir gehen jetzt hier so ein bisschen in die frühe Geschichte von Monero, weil Monero eben, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Nebel des Darknets aufgestiegen ist. Da gab es zuerst Bitcoin, die eben die erste Implementierung vom Crypto Node White Paper von Nicolas van Saberhagen war. Und dann kam aber raus, dass die einen sogenannten Pre-Mine gemacht haben. Das heißt, 80% der zu schürfenden Coins gab es bereits. Ja, und man hat praktisch nachträglich versucht, es aussehen zu lassen, als ob Bitcoin schon 2 Jahre älter wäre, als es eigentlich war. Naja, auf jeden Fall, Douglas Tooman hat den Entwickler von Bitcoin interviewt und der hat eben auch über Nicolas van Saberhagen erzählt und hat erzählt, dass er mit ihm kommuniziert hat, ja, und dass er findet, also Crypto Zoidberg findet, dass Nicolas van Saberhagen einer der intelligentesten Menschen ist, mit denen er so sich ausgetauscht hat, ja, und das hat er gesagt, ja, könnt ihr euch selber anschauen im Interview. Aber man hat nichts mehr von ihm gehört. Mich freut das auch so ein bisschen, weil ich glaube, das ärgert manche Leute ganz schön gewaltig, dass das irgendjemand ist und keiner weiß, wieso oder woher der kam, aber seine Schöpfung steht vor uns und wir können es alle benutzen. Und das ist das, was zählt. Sehr gutes Schlusswort. Und mit dem verabschieden wir uns heute und danken euch fürs Zuschauen.